Jo Leute, Server, die ging es back und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Und zwar gibt es heute ein neues Video. Jetzt habe ich ein Video gedreht, wo ich Tag- und Nachts-Video gemacht habe. Und heute gibt es Schokopizza. Und zwar mache ich heute einen Geschmackstest. Ich packe mal die Pizza aus, dann melde ich mich wieder, dann könnt ihr sehen, wie die aussieht. So sieht die Pizza aus. Ist ein bisschen gestern geschmolzen, da ich noch keine Zeit hatte, gestern noch die Pizza in Tiefkühltruhe zu stellen. Das habe ich erst gestern Abend gemacht. Wenn mich jemand fragen will, wo habe ich die Pizza gekauft? Ich habe die Pizza im Lidl gekauft, um genau zu sein, im Lidl in Bühl. Und ja, ich tue jetzt die Pizza in den Ofen rein. Ich melde mich dann, wenn die fertig ist. Voila, so sieht die Pizza aus. Ja, die sieht ein bisschen leicht verbrannt aus. Was denkt ihr? Ich wollte nicht, dass die verbrannt ist, aber da stand 10 Minuten. Ich habe 10 Minuten drin gelassen. Und die ist verbrannt. Bitte, Dr. Oetker, wenn ihr was macht, bitte schreibt die richtige Minutenanzahl an. Ja, ich schneide die Pizza, dann melde ich Ja, mich dann wieder. melde ich mich wieder. Die Pizza ist geschnitten. Und ja, jetzt folgt der Test. Die Konsistenz ist schokoladig. Der Raum riecht nach Schokolade und probieren wir mal, wie es schmeckt. Ultra schokoladig. Schmeckt gut, aber leider ist es Kalorienbombe pur. Aber für den Hunger zwischendurch kann ich sie weiterempfehlen. Ja, wenn. Also, das war's mit meinem Schokopizza-Test. Ich habe es erst spät gemacht, weil ich habe es erst gestern gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt mir nach unten und abonnieren nicht vergessen. Und ja. Das kann ich weiterempfehlen, die Schokopizza, und tschüss, bis dann.